Oh, shit! Wirklich komplett beschissen bearbeitet. Rotze. Ganz, ganz großer Müll. Bitte, lasst keinen Kommentar da. Nicht liken. Ich glaube, dieses Weihnachten wird irgendwie doch nicht so geil. Warte mal, wisst ihr, ich beneide gerade, oder was heißt ich beneide, ich gönne ihm von ganzem Herzen, aber ich finde es richtig krass, dass Emoji einfach gerade in Dubai ist, Digga, das finde ich schon sehr, sehr nice. Es gibt ein Video, das wollte ich mir noch unbedingt angucken, das könnte sehr interessant für uns sein, und zwar folgendes. Ich fall runter! Nein, Schwanz, Bros und Ladies, willkommen auf meinem Hauptkanal. Heute passiert was sehr Verrücktes. Ich meine, es ist schon verrückt genug, dass ich an einem Sonntag hier irgendwo in Nuttetal bin. Ja, hier ist Corona, ja? Corona hat aber nicht nur negative Seiten. Corona hat auch eine positive Seite für mich gehabt, denn ich konnte nicht mehr auf Gangbangs gehen, ich konnte mich nicht mehr besaufen. Konnte ich schon, aber zu Hause ist es einfach nicht dasselbe wie in einem Club. Aber was ich... Ja, das ist natürlich schon scheiße bei Corona, dass Ron halt jetzt einfach nicht mehr auf Gangbangs gehen kann. Das ist natürlich schon einer der Hauptnachteile. ...gemacht habe. Unglaublich. Ich habe richtig mein Gehirn angestrengt. Den theoretischen Teil, ja, den habe ich schon. Heute machen wir den praktischen Teil. Ich werde mich erstmal umziehen. Wir sehen uns gleich. Oh, kommt da gleich irgendwas ganz Komisches? Ah, ne, okay. Oh, der Lackschuh! Ja, ich nehme das Ron schon ab, muss ich sagen. Okay, ich bin bereit. Es geht los. Das ist Herr Kuna, Prüflehrer. Dann würde ich mal vorstellen, welches Gefährt wir haben. Wir haben hier einmal Ruby. Das ist der AMG unter den Pferden, 24 Zoll Felgen, ausgestattet mit Scheinwerfern. Wir haben 1 PS. Dann vergessen zu beschreiben die Abgasanlage. Das ist nicht ganz richtig, lieber Ron, denn ein Pferd hat tatsächlich mehr als einen PS. Die Angabe beläuft sich bei einem Pferd tatsächlich über mehrere PS und die Angabe beim Auto entspricht nicht einem PS gleich einer Pferdestärke. Dies ist nicht der Korrektheit gemäß. Es ist wirklich so, was? Dass ein PS nicht gleich ein Pferd ist. Mehr ist mehr, ne? Ein Pferd hat, glaube ich, irgendwie 75 PS oder so. Das habe ich auch mal so bei Galileo oder so gesehen. Ja. Hey, ganz kurz, Chat, eine Sache. Und zwar, bevor wir jetzt das Video weitergucken, weil Tim gerade Dings gesagt hat, wegen dem Fernseher. Wir werden, also ich hab das neulich mir durch den Kopf gelassen und ich find's übel geil. Ihr kennt ja jetzt das aktuelle Stream-Zember-Setup. Jedenfalls, wir wollen es so machen, dass wir da, wo jetzt gerade die Tische stehen, dass wir da eine große Couch hinstellen, okay? Und dann kann man im Prinzip die Kamera in die Mitte aufstellen und dann kann ich zum Beispiel so sagen, das habe ich auch schon mal im Stream gesagt, ich kann zum Beispiel sagen, ey Leute, wisst ihr was? Es ist noch eine Q&A-Runde, eine kurze Real-Talk-Runde, dann switche ich die Kamera zu der Kamera, die da drüben steht und dann macht man noch eine kurze Real-Talk-Runde auf der Couch, wisst ihr, auf gemütlich, auf entspannt, dies, das. Das wäre schon wild, oder? Casting-Couch auch krass. Stell dir vor, Sarah ist hier oder irgendein anderes Mädel. Dann könnte man mit der auf der Couch auf jeden Fall auch ein cooles Q&A machen. Super, die Abgasanlage wäre dann am hinteren Teil. Gerade nicht so gut sichtbar, aber vielleicht ändert sich das noch im Laufe. Geh jetzt oben drauf und wir legen los, oder? Genau. Ich glaube, ich bin beweglich. Ja, aber erstmal, was brauchst du noch? Genau, den Helm. Ja. Und deinen linken Fuß hier rein. Ja, das erinnert mich gerade an ein Video. Hey, was geht ab, Keule? Lazzo reitet eure Dreckskeule. Was geht ab, Servus? Ich bin hier auf dem Ponyhof von Kimus. Okay, also wenn ich jetzt hochziehe, dann läuft er los. Dann geht er rückwärts. Hast du den schon mal quer gejagt? Ja. Das ist eigentlich fast das gleiche Video. Ja. Oh. Oh. Da haben wir wohl ein Problem. Ja, da war ich einfach noch glatt so, Digga. Ohne Bart, ohne Haare. Auch scheiße. Oh, der hat ja übel in die Haut rein, Alter. Übel unschuldig für den. Wie viel km/h haben wir gerade? Ja, okay. Wir haben so 5 km/h. Okay. Aber wir können das Ganze natürlich noch steigern. Super. So, und wenn ich über so ein Ding rüberspringe, dann habe ich eigentlich schon quasi bestanden, oder? Ja, wenn du das überstehst, hast du bestanden. Okay, wir traben jetzt, ja. Also ich denke mal, der Schwierigkeitsgrad wird erhöht. Ich glaube, ich bin zu schwer, oder? Oh, Bruder, meine Eier. Oh, Bruder. Okay, ich bin da. Alter, wie groß aber das Pferd ist, gell? Das Pferd ist schon geisteskrank groß, ne? Rip an das Pferd. Ah, mittlerweile sage ich eher Rip an Ron.
Okay. Also wenn das Pferd Bock hätte, könnte das, glaube ich, Ron komplett auseinandernehmen. Schon da. Sarah, willst du meine Peitsche holen? Okay, jetzt wird's ja richtig wild. Willst du nicht mich peitschen? Oh yeah! Ja! Alter, wieso ist der so weit nach hinten gelehnt, Digga? What the fuck, Bro? Oh, das geht gut auf die Wand. Der ist übertrieben weit nach hinten gelehnt. Meine Ausdauer ist komplett weg. Bruder, noch eine Stufe härter und Ron liegt so mit dem Rücken auf dem Pferd. Wir galoppieren, es ist noch anstrengender. Bruder, ich schwöre, im letzten Cut liegt der auf dem Pferd. Hey, Bro. Oh, ich dachte, ich flieg runter. Du hast es Ron in Gefahr. Ich kann doch. Ich kann nicht mehr. Doch, ich kann doch. Oh. Ey, das sieht so witzig aus. Oh, ich bin gekommen. Hast du gut gemacht. Okay, wir machen uns jetzt bereit für den ersten Sprung. Das ist jetzt nur ein kleiner Test. Oh mein Gott. Oh. Ja, super, noch einmal. Guck mal, ihr müsst mal darauf achten, wenn das Pferd springt und Ron so diesen Backswing bekommt, dann haut es den echt mal ganz kurz richtig weit nach unten, warte. Jetzt achte drauf. Ich fall runter. Oh shit. Das ist mir so krass, ich glaube, mein Eis geplatzt. Wer ist Indiana Jones? Ich bin der Alpha Gorilla. Den finalen Sprung machen wir jetzt leider nicht mehr. Ich bin runtergefallen. Wie sieht's aus? Ich würde sagen, wir müssen es nochmal zur Nachprüfung kommen. Leider durchgefallen. Also ich habe nicht bestanden? Nein. Ich krieg keinen Führerschein? Nein. Ey, also ich muss ganz ehrlich sagen, ist auf jeden Fall ein richtig geiles Video, hat mich gerade sehr gut unterhalten. Mir hat nur eine Sache gefehlt und zwar hätte ich es gefeiert, wenn Ron von so einer netten Ausbilderin unterrichtet worden wäre. Leider nicht. Wann wäre der nächste Termin? Es hätte doch gut gepasst! In 3 Monaten. Okay, so, das wäre es dann von meiner Seite aus gewesen. Ich bin durchgefallen, aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde erstmal zu McDonald's gehen. Vielen Dank, ja, bis in 3 Monaten. Ja, also Ron, also Digga, ohne Witz, starkes Video. Habe ich gerade sehr, sehr gefeiert. Sehr, sehr, sehr gefeiert. Ah ja, genau, übrigens, die Jungs von Getreidetreu wollten, dass ich ihnen noch ein Intro mache. Und ich bin schwanger. Digga, was würde ich mir in dem Moment denken? Wenn meine Schwester, wenn ich den Kanal jetzt noch abonniere und das Video like, dann ist mein Leben komplett over. Bis dann. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants